Von wem haben Sie die Anweisung? Vom Bürgermeister. André Bourgeois und ich sind schon sehr lange befreundet und... Wir sind gleich da, Monsieur Le Maire. Danke, Brigadier Roger. Oh. Wer sind Sie? Oh. Zu Ihren Diensten, Monsieur Le Maire. Ich hätte jetzt gerne mein Croissant. Nein, loslassen! Ich kann deine Stimme nehmen, Bob Roth, und damit sagen, was auch immer ich will. Aber das werde ich nicht tun. Du sollst mit deiner eigenen Stimme zugeben, was du Marinette und ihren Freunden angetan hast. Niemals, da verliere ich lieber meine Stimme. Du denkst, ich kann dich nicht dazu zwingen? Pass auf, ich kann deinen Ruf ruinieren, wie du es Marinette angedroht hast. Jeder im Showbiz kennt mich. Ich sorge dafür, dass du jeden deiner Freunde verlierst. Ich werf dich ins Gefängnis. Ich singe nie wieder für dich. Du verdienst keinen Cent mehr mit meiner Musik. Wir machen dein Leben zum Albtraum, Bob Roth. Warte, stopp. Okay, ich tue es. Ich sage die Wahrheit. Liebe Zuschauer, wir sind wieder auf Sendung. Es folgt ein Exklusivinterview mit Bob Roth. Warte, Milady, vielleicht ist es zu früh für deinen verrückten Plan. Warten wir doch, bis Bob Roth die Wahrheit gesagt hat. Dann würde Kitty Section Gerechtigkeit widerfahren. Es wäre Rache und nicht Gerechtigkeit. Und eine erzwungene Wahrheit ist vollkommen bedeutungslos. Da ist was dran. Du verstehst nicht viel Spaß, aber hast recht. Retten wir ihn. Komm schon. Wir haben alle Zeit der Welt. Vielleicht haben wir sogar ein bisschen Spaß. Halt dich raus, Kätzchen, sonst bringe ich dich zum Schweigen. Das wäre eine Schande, so großartig wie ich bin. Wo ist der hin? Lady Buck, du musst dich etwas mehr anstrengen, wenn du diesen Superschurken besiegen willst. Ist das nicht deine und Cat Noirs Aufgabe? Das ist alles die Schuld von dieser Band, dieser Kitty, wie auch immer. Nichts von alledem wäre passiert, wenn sie nicht so ein Theater wegen ihrer Ideen gemacht hätten. Oh nein! Ich kann Ladybug nicht finden! Wie soll ich das alles nur ohne sie schaffen? Cat Noir, ich bin hier, hier drüben! Milady, wenn du deine Stimme wieder hast, hast du Silencer wohl besiegt! Und ich kann zu dir kommen! Ja, es besteht keine Gefahr mehr. Wir treffen uns vor dem Studio. Ich warte auf dich. Okay, ich komme! Wir treffen uns vor der Tür des Studios! Ihr seid die dümmsten Superhelden aller Zeiten! Wie könnt ihr diesen Fiesling in euren Plan einbeziehen? Und was soll dieser gefälschte Glücksbringer? Ich dachte, der wäre magisch oder sowas. Aber er ist nichts weiter als ein cleverer Spezialeffekt! Da bist du ja! Hat dich etwas aufgehalten? Du denkst, das war's für uns, oder? Aber da liegst du falsch. Ladybug hat noch ihre Superkräfte. Das ist unmöglich. Ich habe dir deine Stimme gestohlen. Wie konntest du ihn dann herbeirufen, dein Glücksbringer? Ich weiß nicht, wie der mehr helfen soll als eine Lampe, aber wenigstens hast du jetzt einen echten Glücksbringer. Pass bloß auf, Kumpel. So leicht bringst du Ladybug nicht zum Schweigen. Fang mich, Lady! Kataklysmus! Du machst mir keine Angst. Katzen haben neun Leben. Wer will mit mir spielen? Deine dunklen Zeiten sind vorbei, kleiner Akuma. Gleich musst du nicht mehr böse sein! Hab dich! Tschüss, kleiner Schmetterling. Du hast recht, es hat wirklich auch was Gutes.